Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mein Vorredner Herr Helfrich hat da was falsch verstanden. Die AfD macht Politik für Deutschland. Und es liegt eben im deutschen Interesse, wenn es sinnvolle Projekte mit Russland gibt. Und das hat überhaupt nichts mit der russischen Politik zu tun. Das will ich an dieser Stelle jetzt noch mal klarstellen. Und diese Aktuelle Stunde, die wir jetzt hier beantragt haben, die erfreut mich ja insoweit, als dass wir von der AfD jetzt die Erkenntnis wirklich mitnehmen, dass hier fast alle im Haus am gleichen Strang ziehen, nämlich Nord Stream 2 zu ermöglichen. Nord Stream 2 zu ermöglichen. Es gibt, glaube ich, Herr Trittin, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich Sie da falsch verstanden habe. Ich habe es so verstanden, dass die Grünen also Nord Stream 2 am liebsten beerdigen würden. Und ja, trotzdem freut es uns, dass wir hier diese Aktuelle Stunde haben, um das nochmal klargestellt zu haben, dass das hier im Hohen Hause nahezu Konsens ist, dass wir Nord Stream 2 unterstützen. Und ja, allerdings, und jetzt kommen wir zu dem Einwand von Herrn Ulrich. Bitte nicht so ungeduldig sein. Mein Redepart zielt darauf ab, dass wir hier den rosaroten Elefanten auch benennen, der im Raum steht. Wenn dem denn so ist, wie wir heute festgestellt haben, dass Nord Stream 2 sehr, sehr wichtig ist für unsere Energieversorgung. Und es gibt dann die USA oder einige Vertreter der USA, die das versuchen zu torpedieren. Na, dann muss doch in der Tat die Bundesregierung sofort aufschreien und sofort sagen, nein, so geht's nicht. Die Bundesregierung muss doch Herrn Grenell klar machen, nein, so geht's nicht. Und da muss man sagen, wenn der Herr sich hier so weiter artikuliert, dass man ihm dann die Koffer vor die Tür setzt. Ganz klare Kante. Die Bundesregierung ist hier in der Pflicht, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und natürlich auch Schaden von Europa. Und wenn europäische Unternehmen oder deutsche Unternehmen hier bedroht werden, dann muss sich die Bundesregierung doch sofort davor stellen. Denn die USA machen sogar Gesetze, exterritoriale Gesetze. Und das erinnert schon ganz stark an Kanonenbootpolitik. Das heißt, sie wollen hier Handel mit gezogener Waffe führen, wenn sie hier uns was aufzwingen wollen. Mit juristischen Mitteln, exterritorial, wie gesagt, und das funktioniert eben nicht. Und vielleicht noch mal zur Argumentation, da werden immer so zwei Argumente in den Raum geführt. Gastransit durch die Ukraine muss erhalten bleiben. Na, der bleibt ja erhalten. Merkel und Putin haben sich ja so verständigt. Und dann gibt es immer noch das andere Argument, wir würden abhängig werden vom russischen Erdgas. Naja, das ist doch lächerlich. Wir kriegen einige Kubikmeter mehr Erdgas, aber umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Die Russen sind doch mehr abhängig von der Finanzierung ihres Einkommens, ihres Haushaltseinkommens. Schauen Sie doch mal bitte in den Staatshaushalt von Russland. Ich glaube, 40% sind es. Das ist die Marke, die also Russland mit Rohstoffverkaufen dort einnimmt. Und da macht sich doch eher Russland abhängig von uns und nicht umgekehrt. Also zieht dieses Argument nicht. Und dieses Argument ist einfach nur ein Scheinargument. Und wir wissen alle, was dahinter steckt. Die USA wollen einfach nur ihren Handel durchdrücken. Die USA wollen einfach ihre Wirtschaft ankurbeln mit Hilfe ihres dreckigen und noch dazu überteuerten Fracking-Gases. Nichts anderes steckt dahinter. Und das ist eigentlich relativ durchsichtig. Aber da sagen wir, nein, das wollen wir so nicht. Und da fordern wir die Bundesregierung auf, dem also entgegenzutreten. Und man könnte durchaus hier ein sprachliches Bild anwenden, dass also die US-Amerikaner sich hier wie marktwirtschaftliche Neandertaler verhalten, die also lieber die Keule schwingen, als sich in den Wettbewerb zu begeben. Und auch das lehnen wir ab. Und dann hat sich die Bundesregierung gesagt, na gut, dann kommen wir den US-Amerikanern mal ein bisschen entgegen. Jawohl, in Europa darf jetzt mehr Flüssiggas aus den USA importiert werden, soll so sein. Die Kontingente werden vervielfacht. Die Bundesregierung hat zugestimmt, wir unterstützen hier den Bau von Flüssiggasterminals. Und letztendlich hat die Bundesregierung sich sogar ja, in erbärmlicher Art und Weise von ihrer eigenen Rechtsauffassung wegbegeben, dass nämlich dieses Projekt ein Multi-Projekt ist von europäischen Staaten, aber die EU nichts angeht. Und so war denn auch dieses Gutachten des EU-Rates, dem sich die Bundesregierung vollumfänglich angeschlossen hat. Und da kann ich durchaus zitieren, Souveränität
Die EU verfügt in diesem Zusammenhang über keine Kompetenzen in den ausschließlichen Wirtschaftszonen der Mitgliedstaaten. Das war noch Stand vor einem halben Jahr. Und plötzlich knickt die Bundesregierung ein, und das ist erbärmlich. Und hier sieht man, dass die Bundesregierung die deutschen Interessen und auch die europäischen Interessen nicht mehr grundsätzlich wahrnimmt. Und ich fordere die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung auf, hier ein klares Bekenntnis zu machen und eine klare Kante gegenüber den Amerikanern zu fahren. Stehen Sie zu diesem Projekt, stehen Sie zu Ihrem Amtseid, zum Wohle des deutschen Volkes handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Steffen Kotré. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Johann Saathoff.